Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Vivax, Gymnasium und Musikschule, das sind die Stichworte für die heutige Sendung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Unterhaltung. Getestet, geimpft, genesen. Die 3G-Regel gilt wohl auch für Ihren nächsten Besuch im Vivax. Am 10. Juli geht's wieder los. Näheres dazu im folgenden Beitrag. Endlich ist es wieder soweit. Die Corona-Neuinfektionen zeigen einen sinkenden Verlauf und die von der Regierung verordneten Öffnungsschritte wirken sich auch positiv auf das Hallenbad im Vivax aus. Ja, es sieht gut aus. Wir haben die Corona-Pandemie in Mürz-Zuschlag ganz gut bewältigt. Es sind Lockerungen möglich und so haben auch wir im Vivax die Möglichkeit, ab 10. Juni wieder die Pforten zu öffnen. Es sind gewisse Einschränkungen zu beachten. Es ist zum Beispiel maximal 2 Stunden Besuchszeit im Schwimmbad derzeit möglich. Es ist bis 14 Uhr den Schulen vorbehalten, weil die Sporthalle teilweise für die Impfstraße jetzt Verwendung findet. Aber am Wochenende ist es auch wie üblich von 9 bis 21 Uhr offen, unter der Woche, wie gesagt, ab 14 Uhr, 2 Stunden maximale Badezeit, beschränkte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern. Auf das müssen eben die Mitarbeiterinnen hier im Vivax besonders achten. Die 3Gs gelten auch, also geimpft, getestet, genesen. Jeder muss sich bitte registrieren, das ist einfach in der jetzigen Zeit notwendig. Aber grundsätzlich steht das Bad wieder offen. Und auch die Sauna ist ab sofort wieder geöffnet, wobei hier aber 3 Stunden Zeitfenster, sogenannte Timeslots, zu beachten sind. Ich weiß, das wird Fragen aufwerfen. Die sind jetzt im Moment fix von 9 bis 12, 13 bis 16 und 17 bis 20 Uhr. Das sind immer genau diese fix 3 Stunden. Der Grund dafür ist, wir müssen zwischen den einzelnen Partien desinfizieren. Um einen problemlosen Besuch zu ermöglichen, sind weitere Regeln zu beachten. Wie man es bei vielen Restaurants jetzt erkennt, wird es auch bei uns diesen ominösen QR-Code geben. Das heißt, dass sich der Besucher nicht jedes Mal neu registrieren muss und was ausfüllen muss, sondern einfach sein Handy hinhält, einmal abfotografiert und damit ist er bei uns registriert. Wir haben vor dem Bad eine Security stehen, die das überprüfen wird mit den 3Gs, die auch überprüfen wird, dass sich jeder registriert. Das heißt, sollte es zu Wartezeiten vorm Eingang kommen, weil der nicht so schnell hinterherkommt, bitte ich auch hier um Verständnis. Maximal 70 Badegäste erhalten einen Zutritt. Dazu kommen höchstens 15 Saunabesucher, die auch das Hallenbad nutzen können. Der Bademeister spricht daher einen Appell aus. Bitte vorher anrufen. Zumindest, wenn Sie nur schwimmen gehen möchten, nachfragen, wie viel Platz ist noch. Während der Corona-bedingten Schließung des Hallenbades wurden dringend erforderliche Arbeiten erledigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Zeit wirklich gut genutzt. Instandhaltungsarbeiten wurden durchgeführt im Innenbereich, im Außenbereich. Die sogenannte Revision wurde durchgeführt. Ansonsten ist jedes Mal im August das Bad geschlossen, Betriebsferien. Es werden Lüftungen, Wasseraufbereitungen eben entsprechend gewartet. Das ist alles schon passiert. Wir haben über den ganzen Sommer geöffnet und das Bad steht jetzt wieder in seiner sozusagen bekannten Qualität in allen Bereichen zur Verfügung. Wir haben jetzt in der ganzen Stehzeit, was wir gehabt haben, sehr viele Sachen erneuert in der Sauna. Es sind die Öfen ausgetauscht worden teilweise, die Heizstäbe, die Ablagen sind erneuert und auch unsere Saunawand hinten, die Felsenwand ist abgedichtet worden. Also wir haben einiges erneuert. Im Technikraum schaut es so aus, dass wir, so wie Sie hinter uns sehen, die Chlorgasanlagen, die was elektronisch gesteuert sind, alle abgebaut haben, nach Mondsee geführt zur Firma BWT. Die sind überprüft worden, abgedichtet und wieder von der Firma BWT aufgebaut worden. Das andere, was da im Technikraum ist, haben wir alles in Eigenregie gemacht, so wie bei den Ventilatoren, Belüftung, Abluft, haben wir die ganzen Filter getauscht, Keilriemen gewechselt, Keilriemenscheiben gewechselt, dass das wieder funktioniert. Hallenbad und Sauna befinden sich nunmehr in einem sehr guten Zustand. Es fehlte nur noch ein Betreiber für das Restaurant. Ja, das ist auch gar nicht so einfach gewesen, hier Nachfolger zu finden. Nun gibt es einen Nachfolger, Herrn Ulm. Er hat das Lokal ab September gepachtet. Wenn er schon früher starten will, wäre das vielleicht auch möglich, aber spätestens ab September geht er in Betrieb. Ein Neuberger, der nach Mürz-Zuschlag gezogen ist, gelernter Gastronom, der sehr viel Erfahrung hat, im In- und Ausland tätig war, als Koch wirklich hohe Qualität, glaube ich, an Kenntnissen besitzt. Und hier möchte er sein eigenes kleines Lokal eröffnen und wir freuen uns sehr, dass wir ihn gefunden haben.
Sport, Erholung und Genuss, das alles bietet das VIVAX Freizeitzentrum in Mürzzuschlag von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr. Mittlerweile laufen die Schulen wieder im Präsenzunterricht. Ein Medienteam am Hertha-Reich-Gymnasium hat sich dort umgehört und die Schülerinnen und Schüler gefragt, wie sie die Zeit im Heimunterricht erlebt haben und was ihnen dabei am meisten gefehlt hat. Wie war für dich der Heimunterricht? Ja, also nicht so gut, weil oft das Internet oder das Teams gesponnen hat und das war halt sehr nervig und auch oft sehr komplizierter. Es ist ja der Fall gewesen, dass ich einen Computer gekriegt habe und das eigentlich kein so großes Problem war, aber es hat mir halt gefällt, dass meine Freunde nicht da waren, dass sie nachher immer wieder in die Schule gegangen sind, dass nachher wieder Distance Learning war, dass man zwei Tage in der Schule, zwei Tage wieder daheim. Das war ein bisschen komisch. Also für mich war es schon eine gute Zeit, weil man mehr Zeit gehabt hat, um so Hobbys auszuüben und so, als wenn normale Schule ist. Und es hat auch über Teams eigentlich recht gut funktioniert, also da hat es nicht oft technische Probleme gegeben. Es war für mich eine sehr große Herausforderung. Ich gehe ja in die erste Klasse und ich habe mich an die Schule angewöhnen müssen. Und wegen Corona habe ich das nicht so gut kennen, aber dadurch das Homeschooling haben wir gesehen, dass wir als Klasse gut zusammenpassen, weil wir immer zusammengehalten haben. Der Heimunterricht für mich war eigentlich am Anfang, im ersten Lockdown voriges Jahr, war noch schwerer, weil die Lehrer teilweise nicht immer Videokonferenzen gemacht haben. Es wurden auch nur ganz selten Videokonferenzen gemacht. Am Anfang der Woche hat man Arbeitsaufträge bekommen, das war immer viel Arbeitsaufträge und eben meistens ohne Erklärung dazu. Das hat mich ein bisschen gestört. Und im zweiten Lockdown, dann war es eigentlich viel besser, weil da war der Videounterricht eben nach Stundenplan und hier hat man viel bessere Tagesablauf gehabt, also wie in der Schule. Also erste Stunde Mathematik, zweite Stunde Deutsch, das war alles viel strukturiert und man hatte auch Erklärungen zu den gestellten Arbeitsaufträgen. Er war für mich sehr langweilig, weil keine Freunde da waren und ich keinen zum Trotschen gehabt habe. Also für mich war es mit dem Computer nicht so schwierig, aber es hat manchmal Internetprobleme gehabt. Der Heimunterricht war für mich sehr angenehm und ich hatte auch keine technischen Probleme. Es war auch sehr gut, dass die Lehrer uns unterstützt haben und dass ich Hilfe bekommen habe, wenn ich etwas nicht wusste. Also ich habe ihn ganz lustig gefunden, weil man erstens eine halbe Stunde länger schlafen hat können und am Abend länger aufbleiben hat können. Wir haben eine längere Pausen gehabt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die Ablenkung ist einfach viel zu groß, dass man was anderes tut, nein, bei Babor. Und ja, es ist entspannter, aber es ist nicht das, was man braucht. Also mit dem Computer und so, das ist alles gegangen, aber man war dann schon relativ stürmiert und wenn es dann schief war, dann war man gar nicht mehr motiviert. Also für mich war der Heimunterricht grundsätzlich eigentlich ganz okay. Im ersten Lockdown funktionierte er nicht so gut, da wir nur Arbeitsaufträge bekommen haben und eben keine Live-Übertragungen über Teams. Aber im zweiten Lockdown funktionierte es schon deutlich besser. Jedoch die Internetverbindung war nicht immer so super, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich war es ganz okay, ja. Also für mich war das erst ganz neu, aber dann habe ich mich daran gewöhnt. Ja, also der Heimunterricht, wie man schon nennt, Distance Learning, war ein bisschen eine Herausforderung, weil was anderes, was Neues. Ja, zum Teil war es sehr langweilig, weil man doch die ganze Klasse und das Ganze drumherum mit der Schule gewohnt war. Also es war mal was anderes, es war zu schön zu Hause zu sein, aber ich denke so Arbeit und sein eigenes Zuhause zu mischen, das war dann schon ein bisschen eine Challenge. Was hat dir am meisten gefehlt? Die Klassenkollegen wieder so persönlich zum sehen und nicht nur über die Kamera und so. Und das war schon irgendwie ein bisschen langweilig daheim. Mir hat gefällt, außer natürlich die Freunde, auch den
Präsenzunterricht, weil im Computer kann man halt nicht so mitkommen. Wie unser Mathe-Professor, der hat die ganze Zeit gestockt. Also da war die Kamera ganz schlecht, das Mikrofon hat nicht gepasst. Alles, es war irgendwie komisch, aber es ist gewöhnungsbedürftig und in der Heimunterricht. Und ich freue mich jetzt, dass ich wieder da bin. Einfach so mit den Freunden zu reden und zu lachen und einfach so mit den Lehrern auch, also das so genau erklärt zu bekommen und so auf Probleme besser eingehen können. Gefehlt hat, haben mir die Freunde, das Lernen mit den Lehrern, was es besser erklären können. Weil am Unterricht hat man oft nicht so die Lehrer gehört so gut und nicht so gut verstanden. Und ja, das war eigentlich schon alles, was mir gefehlt hat. Vorher hat man sie jeden Tag gesehen, also zu jeder Stunde eben. Man kann auch tratschen in den Pausen. Das hat eben in dem Homeschooling gefehlt, weil man sie eben doch nur über Video gesehen hat. Man hat schon teilweise vor den Videokonferenzen gesprochen, aber eigentlich der soziale Kontakt zu Freunden hat mir am meisten gefehlt. Wir haben die Freunde gefehlt und MS Droschen. Meine Freunde. Mir haben meine Freunde gefehlt und natürlich auch die Erklärungen von den Lehrern, wenn es komplizierter war als sonst. Ja. Also meine anderen Klassenkollegen und Freunde vor der anderen Gruppen, weil wir dann doch eigentlich, weil man sie eigentlich nicht gesehen hat, nur halt über den Computer. Und mir hat das ein bisschen gefällt, dass man sie nicht so von Gesicht zu Gesicht gesehen hat. Meine Freunde. Also am meisten haben mir vor allem meine Freunde gefehlt, da man eben komplett abgeschottet war und immer eben daheim war. Mir haben die Gruppenarbeiten gefehlt und natürlich meine Freunde. Ja, gefehlt haben mir natürlich die Schüler und Schülerinnen. Also das hat mir am meisten gefehlt, weil es ein bisschen auch eine Zusammenarbeit ist. Natürlich auch meine Kollegen und Kolleginnen, einfach dieses allgemeine Schulleben miteinander. Also es war zu Hause dann doch sehr langweilig. Von Klassik bis Pop war der Titel eines weiteren virtuellen Konzerts der Johannes Brahms Musikschule im Kunsthaus Mürzzuschlag. Dort traten Lehrerinnen und Lehrer auf die Bühne, aufgrund der Corona-Pandemie hoffentlich ein letztes Mal ohne Publikum. Thank you.
Das war die aktuelle Sendung von TV Mürz. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Und vielleicht nutzen ja auch Sie die Zeit zum Wandern, so wie ich das gerade mache. Für mich geht es jetzt aber noch ein Stückchen weiter rauf.